diesem Part Nummer 2, da haben wir einerseits jetzt als Thema natürlich die Bitte an unsere beiden Sponsoren zu uns an den Tisch zu kommen. Und zum Zweiten haben wir dann unsere neue Zeitschrift, diese Volksroad, die ja da mittlerweile schon herumkursiert. Und da gibt es auch einen Hintergrund dazu zu erzählen, den würde ich dann der Gerald erzählen. Aber zuerst bitte ich den Hubert Stört, den Götter Pilzen und der Brauerei Eckenberg, bitte da zu uns an den Tisch zu kommen. Wir müssen uns ein paar wichtige Fragen beantworten. Ich muss da vielleicht mit ein, zwei Sätzen ein bisschen ausholen. Viele wissen ja das gar nicht, sondern ich erzähle euch eine ganz kurze Geschichte, die dauert aber nicht lange, den Rest können euch dann die Herren erzählen. Die Brauerei Eckenberg ist eine der wenigen Brauereien, die es in Österreich noch gibt, die im Privatbesitz sind. Und der Hubert Stör, auch wenn er ausschaut, wie man wirklich sehr, sehr jung ist, er ist auch noch sehr, sehr jung, ich weiß es. Also wie viele Jünger wie, ist der sogenannte Chef und der Geschäftsführer in der 8. Generation bereits, weil ich das richtig habe. Ich bin auch heute immer noch sehr, sehr beeindruckt von diesem Ausflug, den wir da vom Vorwärts aus gehabt haben, wo wir bei euch eingeladen waren. Ich habe auch schon mittlerweile daheim oft erzählt, ich war einfach begeistert. Das ganze Haus, das ist alles perfekt, das ist alles sauber. Und die Brauerei, das ist ja nicht irgendwas Kleines, das ist ja eine riesengroße Hütte. Ich habe da irgendwas gelesen, glaube ich, von 3 Millionen, 2 oder 4, was ihr da so im Jahr ungefähr macht. Ein bisschen mehr noch. Nur mehr. Dann bitte nimm das Mikrofon und erzähl uns ganz kurz ein wenig was. Der Günther Stör, Hubert Stör, wird uns jetzt ein paar Sätze über die Brauerei Eckenberg erzählen und dann werden wir natürlich zum Thema kommen, da muss uns der Günther dann helfen, was das Bier und die Sponsoring betrifft. Warum gibt es die Partnerschaft zwischen Kurbel Steyr und der Brauerei Eckenberg und Satz A mit uns zufrieden? Also bitte noch mal Ausführungen. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Mich freut sehr, dass ich selber in Steyr sein darf und sozusagen auch die Ehre habe, diesen Eckenberger Stammtisch begleiten zu dürfen. Ein paar Worte zur Brauerei, du hast das eh schon gesagt, die Tradition ist auch in Eckenberg eine sehr, sehr lange. 8. Generation Familienbrauerei, Privatbrauerei. Wir sind leider, kann man fast sagen, oder Gott sei Dank, die letzte Brauerei eigentlich, die es im Traunviertel gibt. Alle anderen sind irgendwie verkauft worden oder zugesperrt worden. Wir haben durchgehalten, halten die Tradition hoch, genauso wie die Vorwärts. Sind eigentlich dafür bekannt, dass wir sehr viele verschiedene Biersorten machen. Eigentlich den Hopfenkönig gibt es heute zum Trinken, genauso aber das Klassik Märzen, was, sag ich jetzt, wie der Name schon sagt, eigentlich unser Klassiker ist. Und bis zu 14 verschiedene Bieren, die wir brauen. Also wenn wer auf Biervielfalt steht und sozusagen gerne oberösterreichisches regionales Bier trinkt, der ist herzlich eingeladen, auch ein Eckenberger Bier zu trinken. Soweit ein paar Worte zur Brauerei. Danke, super, ganz kurz. Und Günther, bitte das Mikrofon weiter. Du bist ja so quasi unser direkter Ansprechpartner. Für alle, die ihn vielleicht noch nicht kennen, jetzt muss ich nämlich ganz kurz weit ausholen. Der hat am Weihnachtsmarkt versucht, mit aller Gewalt ein Fass anzuschlagen. Und es wollte und wollte nicht. Heute hat es perfekt funktioniert, es rennt super. Die Verbindung zwischen Eckenberg und... Wer hat auch schon? Wer hat daneben gehabt? Ja, du bist schon müde, ist eh klar. Die Verbindung zwischen Vorwärts und Brauerei Eckenberg, die gibt es ja schon lang. Die ist also, aus einem guten mir persönlich gibt es schon sehr lang. Also ich war das erste Mal am Vorwärtsplatz 1988, da hat es das Bloch in Schaden noch gegeben. Hier als Stadionsprecher erlebt. Darum kenne ich das Stimme so gut. Und da habe ich meinen Bruder mitgenommen. Und seitdem bin ich eigentlich immer am Vorwärtsplatz gegangen. Also, was sich geändert hat, ist das. Früher habe ich eine Cola getrunken und ein Posner gegessen und jetzt trinke ich halt ein Bier und Posner. Also, so schaut's aus. So schaut's aus. Ja, wie du schon gesagt hast, der Bettel von meinem Schatz. Ich glaube, dass diese super Symbiose ist. Leitspruch Tradition trifft Tradition. Kann man eigentlich dazu sagen, nichts besser, ich sage jetzt einmal, das ist eine super Geschichte. Man sieht, was im Vorwärts natürlich da los ist. Das ist ein super Zugpferd im Sport und natürlich in Verbindung mit einem guten Tier dazu. Ich glaube, es ist einfach wirklich eine tolle Geschichte und eben die Tradition. Und das ist nicht einfach irgendwie so eine billige Frucht, die man schon von sich gibt, sondern bei der Vorwärts weiß man, es ist Tradition und ist ja so. Das weiß man beim Eckenberger BA. Das gibt es nicht mehr so oft.
es ist in der Branche ist oder auch im Fußball ist. Und darum glaube ich, dass das einfach eine super Zusammenführung ist und das hoffentlich über Jahre nur so dauern wird. Ich meine, du sagst es eh, es war eigentlich auch diese Tradition, aber der Kult, der hinter Vorwärts steht und die Begeisterung, die die Fans haben und die Massen, die da eigentlich bewegt waren, das waren alles Gründe, die mich eigentlich als, sag ich jetzt, nett Fußballprofi auch nach Steyr geholt haben. Und inzwischen bin ich regelmäßiger Gast und komme sehr gerne her, weil einfach da die Stimmung ein Traum ist. Da haben wir das wichtigste Thema abgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt für Joghurt rausschmeiße. Bitte bleibt gerne bei uns. Überleitet, was das Sponsorentreffen, das die Sponsoren generell betrifft, kommen wir jetzt zu dem Thema, das uns heute ganz besonders eigentlich am Herzen liegt. Das war eigentlich auch der ausschlaggebende Grund, warum wir diesen Stammtisch, diesen Eckenberger Stammtisch, mehr oder weniger gekonnt und ins Leben gerufen haben. Ihr habt es eh schon mittlerweile einige mitbekommen. Ich hoffe, es hat jeder mindestens 4 Euro dafür gezahlt. Es gibt ab sofort eine neue Zeitung, das sogenannte Magazin für Vorwärtsfans und für die Vorwärtsgang, Volksrot. Und der Gerhard Scherbrenner, ich muss wieder sagen, er ist unser Sportdirektor, er ist unser Trainer und er ist auch der Mitbegründer dieser Zeitschrift. Und da steckt einiges dahinter, nicht nur, dass die Sponsoren, aber auch Firma SWT und das Blau-Tinedo ist durch, da sind voll viel drinnen, das ist eh klar, die es mitfinanziert haben, sondern da steckt der ganze Hintergrund dahinter. Gerald, bitte nimm das Mikrofon und erklär uns möglichst kurz, rasch und genau, was das Volksrot-Magazin bedeutet. So, jetzt habe ich es da. Das Magazin bedeutet nichts anderes, dass ein Service an die Fans sein soll, dass ihr einfach informiert seid über das, was bei der Vorwärts passiert. Es hat ja nicht jeder die Möglichkeit, dass er täglich bei uns im Stadion ist, was dann auch wirklich passiert im Hintergrund mit den Fans, im Nachwuchs, mit der Kampfmannschaft, mit der NSB. Deswegen sollte es einfach eine Dienstleistung sein vom Verein. Ich denke, wenn man eine sehr gute Qualität zusammenbringt in einem Magazin, und das haben wir sicherlich geschafft, dann ist es auch für die Sponsoren interessant, dann ist man als Sponsor stolz, dass man da drinnen ist. Wir haben keinen Werbefriedhof gemacht, sondern wir wollten den Schwerpunkt schon auf den guten Fotos und auf den guten Berichten beibehalten, und die wirklich wichtigen Sponsoren sind natürlich abgebildet. Ja, im Hinblick jetzt auf unseren Vorwärts Insider wollten wir einfach dieses Magazin vorstellen. Der Vorwärts Insider ist nichts anderes als eine Mitgliedschaft, die ab Sommer angeboten wird. Der Vorwärts Insider kostet im Jahr 119,19 Euro und anders wie bei anderen Mitgliedschaften bekommt man aber etwas dafür. Das heißt, man ist eben Insider, man bekommt dieses Magazin zweimal jährlich per Post nach Hause geschickt, und zwar immer eine Woche vor dem offiziellen Erscheinen. Man bekommt eine Tages-VIP-Karte dazu, im Moment im Wert von 60 Euro. Ich denke, dass sich der Wert aber in Zukunft erhöhen wird. Wir wollen mit dieser Maßnahme, sage ich mal, unsere Fans auch die Möglichkeit geben, dass sie mal da im Mitclub sind. Wir wollen aber nicht nur unsere Fans haben, sondern wir wollen auch es den Firmen schmackhaft machen, bei uns einmal zu Gast zu sein, im Vorwärtsstadion, im Mitclub. Weil oft ist es ja so, dass man hingeht und sagt, wie schaut es aus mit einem Sponsoring? Und das fängt dann meistens bei, weiß nicht, 300, 500, 1000 Euro an. Der den Verein nicht kennt, sagt dann vielleicht, ist mir zu teuer. Ich denke, mit 119,19 Euro ist jeder mal dabei, dann kommt er da her. Und so wie es in Günther auch gegangen ist, wenn man einmal da ist, kommt man immer weg. Und wir hoffen halt, dass dann dieser Sponsor mehr als die 119,19 Euro bezahlt in Zukunft. Das heißt, das wird nichts anderes sein wie eine Sponsorakquise. Und zu dieser Tages-VIP-Karte gibt es dann auch noch vierteljährlich einen Bericht. Das heißt, auch diesen Bericht kriegt ihr als Vorwärts Insider nach Hause geschickt, einmal von der Marketingabteilung, einmal von der sportlichen Abteilung, einmal von der Nachwuchsabteilung und einmal von einem Mitglied des Vorstandes.
Und es gibt dann nur ein kleines Fanpaket dazu, das heißt ein Fanschal oder ein Vorratskapperl. Alles das um 119,19 € im Jahr. Ich denke, es ist einerseits eine gute Geschichte für euch und auf der anderen Seite aber eine gute Geschichte für den Verein, weil ihr wisst, dass im Verein finanziell jetzt nicht schlecht geht, aber es könnte auch besser sein. Und mit eurer Unterstützung in diesem kleinen Bereich war uns als Verein sehr geholfen und ich denke, dass ihr eine gute Sachen dafür kriegt. Danke, Gerald, super. Vielleicht noch kurz dazu der Satz, heute habt ihr die Möglichkeit um, ich kann das so schlecht lesen, was heißt das, 4 Euro, 5 Euro, 3, dieses Volksrot-Magazin und somit diesen Insider zu kaufen. Ihr seid dann heute schon Insider, weil das Volk kriegt, Insider nicht, aber ihr seid zumindest insidemäßig vor informiert, nennen wir es einmal so, weil die anderen können das alles erst am Freitag beim Heimspiel kaufen. Auflage, muss ich auch noch dazu sagen, sind 2000 Stück. Das heißt, wir erhoffen uns natürlich da, die finanzielle Situation für den SK Vorwärts positiv zu gestalten. Und ich kann euch nur empfehlen, ich hatte schon das Glück, während des Trainingslagers, wenn wir die Mannschaft am Trainingslager war, schon einige Seiten lesen zu können, weil mir es zugeschickt worden ist. Ich habe es dann gestern schon mal ein bisschen studieren dürfen und lesen. Es sind sehr interessante Berichte drinnen, sehr aufschlussreiche Berichte. Und ich glaube, für einen Vorwärtsler eigentlich schon fast ein No-Go, wenn er das nicht hat. Also bitte, die Spieler dürfen dann in der nächsten kleinen Pause nur mehr ausschwärmen. Und ich will doch, dass keiner mehr ohne den Hefel heute heimgeht, Freunde. Das ist, für das, dass ihr heute Essen und Trinken frei habt, werdet ihr hoffentlich bitte die 3 Euro für den SK Vorwärts investieren, gell? Danke schon mal. Wir stellen uns doch bitte vorne auf und kontrollieren, dass jeder seine Hefel hat. Eins muss ich auch noch dazu sagen, das hätte ich eh schon fast vergessen, obwohl ich was aufgeschrieben habe. Ihr kennt es eh alle aus dem sogenannten Stadionmagazin. Ich sehe aber jetzt explizit nicht, wo er steht oder sitzt. Wo ist er, der Grille? Da ist er, stell mir auf bitte. Christian Greil, eine amtsbekannte Sprache des SK Vorwärts. Er ist mittlerweile, glaube ich, genauso berühmt wie in meiner Zeit als Stadionsprecher oder auch der Uli Marke Stadionsprecher. Das ist der, der diese super Kommentare immer abgibt in der Stadionzeitung. Ich bin schon gespannt, was am Freitag drinnen steht. Ich bin jetzt wieder provokant, ihr müsst es halt dann nach Thailand noch schicken, wenn ich das dann gerne lesen, was da drinnen steht. Aber danke, dass du es da geholfen hast mit deinen Kommentaren, Grille. Danke. So, gibt es einerseits irgendwelche Fragen von den Sponsoren, Fragen vielleicht an den Trainer oder an den Sportchef, irgendwelche, wie viele Punkte machen wir am Freitag oder so, was wollt ihr noch was Bestimmtes wissen? Ihr habt ein Mikrofon da, aber die Antwort, glaube ich, kommt von der Renten. Gerne, habt ihr noch Fragen, wollt ihr noch was loswerden, wollt ihr noch was anbringen? Sportlich bin ich völlig überzeugt, dass das gut geht, das heißt, da gibt es eh nichts mehr dazu zu sagen, auch keine Fragen mehr, die Richtung ist gut eingeschlagen. Wir blicken positiv in die Zukunft, oder? Perfekt. Das war ein perfektes Schlusswort für den zweiten Part. Danke nochmal an Hubert Stürmer, danke viel. Und jetzt geben wir euch nur mal 10 Minuten Pause, um noch einmal euch zu stärken oder Bierchen zu holen. Und dann werden wir noch einmal über den SK Vorwärts sprechen, über die Nachwuchsarbeit. Und da werden wir dann auch noch einmal 2 Gäste bei uns am Tisch begrüßen zu dürfen. So, knapp 10 Minuten machen wir eine Pause, bitte. Danke.